Willkommen zum zweiten Video über das Badezimmer in meiner zweiten Wohnung. Wenn du das erste Video noch nicht geschaut hast, dann schau das auf jeden Fall an, denn dann weißt du ganz genau, was ich geplant habe, was ich machen wollte und was wir jetzt machen. Dieses Video ist ein Update-Video und soll dir zeigen, wie weit ich vorangekommen bin, ob das alles so hingekommen ist mit den Kosten und wie weit der Stand ist. Ich zeige auch gleich ein paar Sanierungsbilder, dann siehst du, wie so ein Badezimmer sozusagen nackig aussieht von innen, wo die ganzen Leitungen laufen, das Klo aufgebaut ist, die Badewanne und so weiter. Bleib auf jeden Fall gespannt und schau dir das Video bis zum Ende an. Das bin ich und ich gehe jetzt in das Badezimmer. Mein Vater hat schon etwas angefangen, die Fliesen abzuschlagen. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Fliesen sind sehr einfach abgegangen bis jetzt. Wir haben auch schon die ganzen Öffnungen aufgemacht, um zu schauen, wie das dahinter aussieht. Wir haben jetzt die Fliesen abgehauen. Hier sieht man auch das alte Flachbandkabel. Die sind mittlerweile verboten und dürfen nicht mehr eingebaut werden. Wir haben die Wände teilweise mit Plastiktüten abgeklebt, weil diese Wohnung ist bewohnt und die Eltern müssen ja duschen. Deswegen, da sind jetzt keine Fliesen und damit da die Feuchtigkeit nicht in die Wand geht, haben wir die Wände abgeklebt. Genau, das ist der Anschluss für die Badewanne. Wir haben schon so alles aufgemacht. Hier sieht man auch den Schlauch für die Waschmaschine. Hier sind noch zwei Steckdosen, die sind aber ziemlich hoch. Genau, da sind die alten Fliesen, die jetzt abgegangen sind, ohne Stemmhammer erstmal. Wir haben ganz entspannt angefangen. Den Heizkörper haben wir schon abgebaut. Da hier liegt schon ein neues Kabel, das wurde gemacht damals, das ist der Schalter für den Lüfter. Hier ist noch so ein Rohrkasten. Ja, ist halt ganz normales Badezimmer aus den 90er, vielleicht Anfang 2000. Die Fliesen wurden schon mal neu gemacht, das sieht man, aber die Badewanne, die ist auf jeden Fall bestimmt 30 Jahre alt. Die ist schon echt hässlich. Und der Anschluss sieht auch nicht mehr gut aus. Der ist aus Blei. Sowas macht man heutzutage gar nicht mehr. Ja, so sieht das Ganze aus bis jetzt. Mal schauen, was wir heute noch schaffen. Das ist die Toilette. Die haben wir jetzt gekauft von Geberit. Icon, verkürzte Variante, damit das Klo nicht so weit in den Gang steht. Ja, dieses Klo kostet 350 Euro ungefähr. Mit, also ohne Spülrand, mit Absenkautomatik, da ist schon alles mit dabei. Ja, ich freue mich. Die Badewanne wurde endlich geliefert auf so einer riesen Palette. Ist schon echt cool. Ja, jetzt haben wir das, den alten WC-Kasten abgebaut. So sieht das Ganze aus. Ist schon echt in die Jahre gekommen. Man sieht auch die ganzen Verfärbungen, das ist das alte Klo. Ja, ist halt schon eklige Arbeit, aber wenn man Handschuhe trägt und Geld sparen möchte, dann muss man da durch. Hilft ja nichts. Genau, Fliesenschild abgehauen. Das ist die alte Badewanne. So macht man das, Stück für Stück. Wir haben weiterhin die Fliesen abgebaut. Hier haben wir schon Rohrkasten aufgebaut, weil die Wand war extrem schief. Das war alles nicht Winkel, also in 90 Grad Winkel. Das ist der neue WC-Kasten und Spülkasten. Den haben wir jetzt angebaut, angeschraubt an die Wand. Klo provisorisch erstmal aufgehangen, weil wie gesagt, die Wohnung ist ja bewohnt und die Eltern müssen auch aufs Klo gehen und duschen gehen. Das ist später für die Lüftung. Die Elektrik haben wir jetzt die alte rausgerissen, neue Kabel gelegt. Gleich müssen wir noch für die Steckdosen die Löcher bohren und dann werden da neue Steckdosen eingesetzt. Also die Zuleitung, die war schon in der Wand und wir machen jetzt von der Zuleitung sozusagen alles neu mit der Elektrik. Genau, so sieht das Ganze aus. Das ist die neue Badewanne von Caldeway. Wir haben auch den Abfluss von Caldeway gekauft. Der war richtig teuer, also für so ein Plastikstück 140 Euro. Ich finde das schon echt viel Geld. Das sind die Füße für die Badewanne. Das haben wir alles mitbestellt. Das ist auf jeden Fall eine gute Badewanne. Die hat 3,5 mm Stahl. Heutzutage ist es selten.
sowas selten, weil die meisten Badewannen, also diese günstigen, die sind aus Acryl gebaut, die sind sehr weich. Man braucht so eine Styroporkonstruktion dafür. Ja. Ja, jetzt haben wir angefangen, den Boden rauszustemmen. Der klebt richtig, richtig gut fest. Und das war auf jeden Fall richtig schwer, diesen Boden auszustemmen. Man sieht auch in der Ecke den riesen Bohrhammer. Der wiegt bestimmt 6 Kilo. Es staubt alles extrem. Die ganze Wohnung hat gebebt. Das ganze Haus hat das wahrscheinlich mitbekommen. Ja, da sind die ganzen Fliesenreste. Hier waren zwei, also zweimal Fliesen. Die haben einfach auf die alten Fliesen nochmal eine Schicht Fliesen drauf gefliest. Hier haben wir schon die Löcher für die Steckdosen gebohrt, geschlitzt, da schon ein bisschen Elektrik verteilt, hier neue Steckdose, also hier kommt auch, oder die Erweiterung der Steckdose weiter unten. Genau, da sind die ganzen alten Fliesen, die Steine, das muss jetzt alles entfernt werden und weggeschmissen werden. Dafür haben wir ein Big Bag gekauft und da kann man die ganzen Steine und Fliesen alles entsorgen. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um das günstig zu entsorgen. Jetzt sind wir dabei, den Abfluss aufzubauen auf die neue Badewanne, weil wenn die später steht, hast du da gar keinen Zugang mehr zu der Badewanne. Das ist jetzt für die Waschmaschine. Ich habe mir so ein Teil bestellt. Hier kann man das, also Zuleitung für das Wasser und auch Abwasser verlegen für die Waschmaschine. Wir wollen das hier ungefähr platzieren, so dass man die Waschmaschine einfach anschließen kann und nicht mehr mit diesem komischen Schlauch einfach quer durch das ganze Badezimmer ziehen müssen. Wir machen jetzt einen Abzweiger vom Kaltwasser. Und dann wird das aufgebaut. Hier haben wir schon Kabel gezogen für die Steckdosen. Genau, das ist für das Licht, also für den Spiegel. Hier sind auch zwei Steckdosen. Die ganzen Kabel haben wir schon verlegt und angeschlossen. Das funktioniert alles. Ein Kabel ist noch für den Lüfter. Da, Spülkasten ist soweit komplett gebaut. Genau, die eine Seite ist noch offen, weil da noch die Leitung kommt. So, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und wir haben die Wände angefangen zu verputzen. Die Wände waren richtig, richtig schief. Also oben sieht man, dass der Putz nur ein paar Millimeter dick ist und unten sind das schon Zentimeter. Also das war überhaupt nicht in Waage und wir mussten die Wand sozusagen unten dicker machen und oben fast auf null verputzen, damit die Wand auch gerade bleibt. Das ist einfacher für die Fliesen und sieht auch natürlich besser aus. Das ist das Teil für die Waschmaschine, haben wir schon mal an die Wand angeschraubt. Morgen kommt der Klempner und schließt uns das Ganze an. Das sind die Halter für die Badewanne, die habe ich schon mal festgeschraubt. Und das ist die Leitung, also die Abwasserleitung für die Küche. Die machen wir auch neu, weil die ist auch aus Blei und heutzutage macht man sowas nicht mehr. Ja, verputzen ist eine schwierige Arbeit. Viele machen das mit Rigipsplatten, aber wir wollen das sehr stabil bauen und verputzen das Ganze. Und wir sparen auch Platz, weil hätten wir auf die alten Wände einfach Rigipsplatten aufgebaut, dann hätten wir einfach 12 mm verloren. Und in so einem kleinen Badezimmer sind 12 mm pro Wand sind schon viel, viel Fläche, die dann verloren geht. Ja, jetzt war der Klempner da. Der hat uns Zuwasser und Abwasser für die Waschmaschine verlegt. Sieht sehr, sehr geil aus. Mir gefällt die Arbeit. Die Rohre sind schon isoliert, deswegen muss man die nicht nochmal extra isolieren. Das sind die blauen, die guten. Die von Bauhaus darf man theoretisch eigentlich auch nicht mehr verwenden. Die sind verboten. Nur noch die blauen, weil die sind ja schon schallisoliert. So, also hier kommt die Waschmaschine später. Sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt mittlerweile haben wir die Badewanne schon aufgebaut, eingesetzt und verschraubt. Man sieht auch, dass das alles passt. Mit den Leitungen haben wir auch alles ausgemessen. Jetzt kommt bald der Anschluss für die Badewanne. Das ist so ein spezieller
so eine spezielle Abdichtung für die Badewanne, weil im Duschbereich ist ja viel Wasser. Genau, das ist das Abwasser, habe ich ja schon gezeigt, wie das alles verlegt war. Die Badewanne haben wir jetzt auch angeschlossen, also das Abwasser und das Erdungskabel habe ich auch an die Badewanne festgeschraubt. Ja, was jetzt kommt, ist eine Gummiabdichtung. Das macht man im Nassbereich, also da, wo man duscht und wo viel Wasser ist, macht man die Wände mit so einer speziellen Gummiabdichtung voll. Das ist so eine gummiartige Masse. Wenn die aushärtet, dann ist das wie so ein Kaugummi. Das kann man richtig ziehen, auseinanderziehen. Das heißt, sollten die Fugen reißen oder sollte da irgendwie Wasser durchkommen, durch komische Umstände oder sonst noch was, dann hält diese Gummischicht das ganze Wasser von der Wand ab. Also das heißt auch, sollte die Fliese kaputt gehen oder die Fuge, mit der Wand kann nichts passieren. Heutzutage macht man das so, früher hat man das Ganze nicht gemacht. Ich habe mir einfach ein paar Videos bei YouTube angeschaut, wie man das Ganze macht. Zum Beispiel von Hornbach oder von Bauhaus gibt es eigentlich zu jedem Thema sehr geile Videos. Ja, die gucke ich mir an, mache mir eigene Meinung, bestelle die Sachen und dann machen wir das einfach. Ja, das hat ein paar Stunden gedauert, bis wir das alles aufgetragen haben. Ich spule das einfach vor und dann siehst du das Ganze im Schnelldurchlauf. Es sind schon wieder ein paar Tage vergangen, die Gummischicht ist ausgehärtet und danach muss man die zweite Schicht auftragen. Damit man aber sieht, wo die Schicht gemalt ist und wo nicht, gibt es so einen Farbbeutel, den kann man zuführen und dann hat man so eine dunkle Farbe. Die Farbe ist aber egal, wichtig ist, dass die Wand komplett abgedichtet ist mit der Gummimasse. Genau, das ist die neue Badewanne. Sieht sehr cool aus, alles neu, alles schick, die Wände sind versiegelt. Waschmaschinenanschluss ist auch schon da und funktioniert. Die Wände hat mein Vater komplett verputzt, die sind richtig gerade, auch alles in Waage. Bis hier kommen die Fliesen und ab da wird alles glatt verputzt, also glatt gespachtelt. Das ist dann meine Arbeit. Ich habe schon gute Erfahrung gesammelt in meinem Haus und das mache ich. Das kann ich auch ziemlich gut. Hier kommt noch ein kleiner Rohrkasten. Und soweit ist das Badezimmer schon komplett. Ich fange jetzt an, die Wände zu verputzen mit Feinspachtel. Das ist jetzt nicht so einfach, aber mittlerweile habe ich schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich habe mein ganzes Haus komplett zweimal selber gespachtelt. Also mittlerweile kann ich das schon ziemlich gut. Die erste Schicht ist die schwierigste sozusagen, weil die Wand ist noch sehr rau. Man muss also eine dicke Schicht auftragen und man sieht noch ein paar Spuren. Aber das ist kein Problem, die kann man später sehr gut wegschleifen, diese Spuren. Die zweite Schicht wird schon deutlich, deutlich besser aussehen. Das zeige ich dann auch im Schnelldurchlauf, wie das Ganze aussieht. So, das ist der jetzige Stand, der jetzt ist. Wir kommen einfach nicht weiter, weil wir keine Fliesen haben, aber das ist nicht so schlimm. Das Badezimmer ist ja soweit alles komplett gemacht. Also das Technische, das Klo funktioniert, die Badewanne funktioniert, man kann duschen, man kann Hände waschen. Ja, es sieht zwar nicht so schön aus, aber es funktioniert alles. Das sind ja meine Eltern und keine Mieter, also alles gut. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir sind noch im Plan, also was die Kosten angeht, aber auch was die Zeit angeht. Es war zwischendurch Weihnachten, Silvester, Feiertage. Wir konnten nicht jeden Tag arbeiten, aber wir haben auf jeden Fall Gas gegeben, wie du sehen konntest. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber für einen, der das noch nie gemacht hat, ist es schon sehr, sehr viel. Ich habe bis jetzt ein Badezimmer gebaut und ich konnte deswegen die ganzen Kosten und die ganzen Schritte schon planen. Und ich wusste ungefähr oder ziemlich genau, was ich machen muss und was auf mich zukommt. Das war für mich keine Überraschung. Für dich sieht das vielleicht sehr kaputt aus und durcheinander und viel zu viel.
Aber ich kann dir sagen, wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du das und dann hast du überhaupt keine Angst mehr. Das ist einfach Arbeit, die muss man machen und das kann fast jeder. Also wenn du mit den Händen was machen kannst, wenn du handwerklich geschickt bist, dann kann das jeder. Also egal welchen Beruf du hast, handwerklichen Beruf, wenn du zum Beispiel Klempner bist, Tischler, Mechaniker, also jeder, der mit den Händen umgehen kann, kann sowas machen. Und dabei kannst du sehr, sehr viel Geld sparen. Im letzten Video habe ich auch gezeigt, was mich das Ganze kosten würde, hätte ich das alles machen lassen. Wenn du das wissen möchtest, schau das Video auf jeden Fall an. Ist hier oben oder in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Momentan kommen wir nicht weiter, weil die ganzen Läden zu sind. Wir können die Fliesen nicht anschauen und online bestellen wollen wir nicht, weil wir wissen ja nicht, wie das Ganze aussieht. Online, gerade in so einem kleinen Badezimmer ohne Fenster, weiß man nie. Es kann sein, dass die im Laden, also wo das sehr hell ist, sehr gut aussieht. Dann kommst du nach Hause und die ist dann viel zu dunkel. Und das ist nicht schön. Deswegen kann ich empfehlen, wenn du im Laden bist, nimm dir eine Fliese mit. Die kann man entweder einfach so mitnehmen oder eine Fliese kaufen. Und dann kannst du das zu Hause ranhalten und schauen, wie das Ganze aussieht, sozusagen in echt. Gerade wenn du kein Badezimmerfenster hast, dann ist es eher dunkel. Und dann musst du eher helle Fliesen auswählen. Aber das überlasse ich an meine Eltern, weil die müssen da wohnen und nicht ich. Wäre das eine kleine Mietswohnung, die ich für irgendjemanden gekauft hätte, dann hätte ich einfach irgendwelche Fliesen gekauft, egal, Hauptsache günstig und gut. So, das ist ja Eigentumswohnung für meine Eltern und später auch meine Wohnung. Wir wollen was Schönes bauen und die Eltern wollen auch was Schönes haben, damit die auch einfach gut leben können und auch genießen können, was wir da gemacht haben. Ja. Also die Planungskosten waren bei 3.000 Euro. Momentan sieht das sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt nicht, ich glaube, nicht mehr als 2.500 ausgegeben, vielleicht sogar 2.300. Ich werde auf jeden Fall ein Abschlussvideo machen und zeigen ganz genau die ganzen Kosten, was mich das Ganze gekostet hat und was ich bezahlt hätte, hätten wir das gemacht. Ich hoffe, dieses Video war spannend für dich und du konntest viel Neues lernen und auch ich hoffe, dass du das gesehen hast, dass jeder so ein Badezimmer machen kann. Das ist nicht schwer und du musst einfach keine Angst haben und einfach machen. Kauf dir eine kleine Wohnung und dann kannst du üben, das Ganze zu machen. Spachteln, schlitzen, bohren, alles Mögliche. Hört sich jetzt zwar nicht so spektakulär an, aber mit dem Wissen kannst du in kurzer Zeit viel Geld aufbauen. Gerade wenn du so kleine Wohnungen kaufst, zum Beispiel sanierst und wieder verkaufst oder selber einziehst, dann verkaufst. Also es gibt viele Möglichkeiten und diese handwerkliche Sachen, die ja davon hast du ganz, ganz viel im Leben. Auch wenn du später mit deiner Frau zusammenlebst, kannst du alles alleine machen und somit sehr, sehr viele Handwerkerkosten sparen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Wissen anzueignen, gerade wenn du noch jung bist. Ich hoffe, du konntest auch aus diesem Video was mitnehmen und was lernen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück einen Like-Button, abonniere den Channel, damit du die weiteren Videos nicht verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mich angeguckt hast.